Wir haben heute Erfolgstrainer Rudolf Bommer vom SC Essen III Aich zu Gast bei uns. Und ja, Herr Bommer, der SC Essen III Aich jetzt zum zweiten Mal in Folge Meister geworden, diesmal auch der Aufstieg in die Regionalliga. Wie hat die Mannschaft und auch Sie diesen Erfolg geschafft? Ja, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Wir sind das erste Mal Meister geworden und wenn man da natürlich dann im letzten Drittel dann gesagt bekommt, dass du nicht aufsteigen darfst, war das schon für die Mannschaft sehr belastend. Ja. Und weil jeder Junge, der auf dem Platz steht, möchte auch Erfolg haben, möchte letztendlich ja dann auch das, was er sich erarbeitet hat, Meister zu werden, dann auch in die nächsthöhere Liga aufsteigen, in die Regionalliga. Das ist nicht passiert und da hatten wir auch mit der Mannschaft ein bisschen Probleme, dass der eine oder andere dann schon mal nicht im Training war. Das haben wir dann langsam wieder aufgenommen, das ganze Programm. Uns ist dann im Sommer dann eben gelungen, die Mannschaft so zusammenzulassen. Und wir sind fast mit der gleichen Mannschaft ja jetzt auch wieder Meister geworden. Wir sind schwierig in die Saison gekommen, aber auch gerade durch diese freien Tage, wo wir hatten, wo wir keine Spiele hatten, war das eben etwas für uns etwas schwierig, einen Rhythmus zu finden am Anfang der Saison. Die Jungs haben das gut verarbeitet, haben die Saison richtig gut gespielt. Ja, ich denke auch, dass wir zum Schluss auch verdient Meister geworden sind. Zwei Spieltage vor Schluss, das ist schon eine tolle Sache. Jetzt mit Blick auf die Regionalliga, was wird die größte Umstellung werden, die die Mannschaft leisten muss? Ja, da müssen wir sicherlich Anfang der Saison darüber reden. Das werden wir auch tun, weil es ist so, dass du ja viele Spiele gewinnst. Du kannst es also abschätzen oder wir können das abschätzen. Was wir an Spiele gewinnen in der Hessenliga. In der Regionalliga wird es schwieriger sein, weil da kannst du auch mal drei Niederlagen kassieren hintereinander und musst dann im vierten Spiel halt eben auch wieder da sein. Das wird eine andere Aufgabe werden. Das ist halt eben nicht so, mit Siegen lässt sich leichter leben. Das heißt, da bist du immer oben, da hast du ein Selbstvertrauen. Da müssen wir mit den Jungs auch etwas anders umgehen, anders agieren, weil du schon mal die eine oder andere Niederlage bekommst, wo du dann halt wieder deine Gedanken beieinander haben musst und musst dann eben wieder auf Sieg spielen. Mit Blick jetzt auf die kommende Saison, gibt es bereits Neuzugänge im Verein? Ja, wir haben ja etliche Junge. Es gibt ja eine neue Regelung, wo du quasi vier Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen haben musst, die unter 23 sind. Das ist nicht so ganz einfach, so dann auch schon so diese Qualität zu finden, die dann regionalliga-tauglich ist. Ich denke, uns ist das gelungen. Wir haben vier junge Spieler dazu bekommen. Wir haben auch mit Strecker noch einen Erfahrenen dazu bekommen, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Also ich denke, das ist eine ganz gute Mischung, die wir haben. Die Jungen machen richtig Dampf. Dann kommt die Erfahrung dazu mit meinen Jungs, die ja hier die Meisterschaft errungen haben. Und das sind ja auch keine, ich sag mal letztendlich keine Unbekannten. Die haben ja auch schon mal Regionalliga teilweise gespielt. Glaube ich, ist es eine ganz gute Mischung. Sind denn noch weitere Neuzugänge geplant? Ja, wir werden oder müssen gerade in der Innenverteidigung noch was dazu nehmen, weil da im Moment stehen nur zwei Innenverteidiger auf dem Programm. Wir müssen auf links hinten in der Außenverteidigung müssen wir noch jemand haben. Da schauen wir, wie gesagt, das andere sieht ganz gut aus, so wie die Mannschaft sich momentan präsentiert oder auch unterschrieben hat, weil die Verträge liefen ja alle aus fast. Bis auf drei Spieler war das schon eine Riesenarbeit jetzt, gerade für mich auch, weil ich habe ja nicht nur die Trainerfunktion, sondern ich habe auch das, was ich mit den Spielern dann ausmache, was dann letztendlich dann auch in ihren Verträgen steht. Und ich denke, das ist uns gelungen, das Gerippe der Mannschaft zu halten, mit den Jungen und noch Gestandenen dazu, glaube ich, dass es passen könnte. Mhm. Welche Ziele hat man sich denn jetzt für die Regionalliga gesetzt? Ja, wir haben jetzt nicht den allergrößten Etat. Ich weiß, was da an Etat rumgeht in der Regionalliga Südwest, muss man dazu sagen, ist eine richtig gute Liga. Ja, ich war ja sechs Spiele auch in Bayern in der Regionalliga, wo ich in Aschaffenburg sechs Spiele ausgeholfen habe. Ich finde die nicht so stark. Ich finde, und da hat der Ralf Weber und ich ja jetzt auch schon drauf geguckt auf die Regionalliga, wie die Spiele da sind, was da passiert und alles. Also ich finde, das ist eine richtig starke Liga, ähnlich wie Westen. Da müssen wir uns schon warm anziehen und auch in der Disziplin richtig gut dabei sein. Dafür wünschen wir natürlich viel Erfolg. Eine Frage zum Abschluss. Letzten Mittwoch hätten Sie eigentlich ein Kreispokal-Halbfinale gehabt, sind aber nicht angetreten. Wie kam es dazu? Das kam dazu, das ist eine ganz einfache Erklärung, weil wir viele verletzte Spieler haben, die wir durchgezogen haben, auch mit den Verletzungen, weil wenn man einfach mal Loris Weiß sieht, der das vordere Syndesmoseband gerissen hat und das ist eine schwerwiegende Verletzung, der damit fünf Wochen gespielt hat. Und wir dann einfach gesagt haben, hier gegen Hadamar war das sein letzter Auftritt dann quasi, es wird jetzt Zeit, diesen Fuß dann eben so auszukurieren oder er braucht diese Zeit, dass es wieder genauso wird wie vorher. Ja, ist das schon, da ziehe ich den Hut davor von einigen Spielen. Genauso wie Nico Opper, er hat große Probleme gehabt am Oberschenkel.
Er hatte einen Faserriss vor etlichen Wochen und den haben wir schnellstmöglich hinbekommen. Und es war immer wieder Zug drauf. Deswegen hat er heute auch nicht gespielt. Und da waren wir dann ein bisschen vorsichtig, dass da eben halt weniger passiert. Wir haben heute, glaube ich, 16 Feldspieler gehabt. Ja. Und wie gesagt, deswegen haben wir da drauf verzichtet. Wir bedanken uns bei Rudolf Baumer für das sehr umfangreiche Gespräch. Dankeschön.